Er gilt als einer der Newcomer der deutschen Dartszene. Und das mit 47. Schon über 30 Jahre hält er Dartpfeile in seiner Hand, doch erst seit 2 Jahren ist er in der Professional Darts Corporation dabei. Thomas, The Wild Thing, Köhnlein. Dart spielt sich zu mindestens 70% im Kopf ab. Es ist nach einer harten Woche mit Sicherheit eine große Herausforderung, nochmal mental so frisch da zu sein und dann ein Turnier zu spielen. Dann kann ich auf meinen Arm gucken und sehe halt, du bist der Lux, die Flammen, das sind das Feuer, was in dir brennt. Das unterstützt mich dann ein bisschen. Schnell und listig wie ein Lux arbeitete er sich nach oben und legte beim Karlsruher Sportclub einen rasanten Aufstieg hin. Vergangene Saison erreichte er sogar einen Platz unter den besten 8 Spielern in Deutschland. Dafür musste Thomas erstmal seine Einstellung ändern, wie sein Teamkollege berichtet. Vor grob 5 Jahren haben wir auch gegeneinander gespielt, war Thomas für mich eigentlich immer ein super Warmspielgegner, hat uns so überholt, also alle auch im Verein. Das ist ein Unterschied wirklich Bundesliga zur Kreisliga geworden. Und du denkst ja auch, was ist jetzt los? Heute steht er jeden Tag aufs Neue mehrere Stunden vor der Dartscheibe und trainiert. Um mehr Zeit für den Sport zu haben, reduzierte er seine Wochenstunden und wechselte von der Logistik in die Produktion. On top zahlte er für die letzte Saison 4.500 € aus eigener Kasse. Dass ich jetzt so viel bereit bin zu geben, ist einfach irgendwo das Gefühl, ich weiß, dass du das noch viel, viel besser kannst. Und das ist die Herausforderung, die ich selbst an mich stelle. Du musst den Arsch hochkriegen und sagen, okay, ich habe 10 Stunden gearbeitet und jeder weiß, wenn er 9, 10 Stunden gearbeitet hat, eigentlich keinen Bock mehr, will er sich auf die Couch legen. Aber das macht den Unterschied aus. Kurz vor der WM dann das Aus für Thomas. Davon lässt er sich aber keinesfalls entmutigen. Er hat aus der Erfahrung gelernt. Danach habe ich das erste Mal seit 30 Jahren Freudetränen nach dem verlorenen Spiel gehabt. Das sind so Schlüsselerlebnisse, wo man Positives dann mitnimmt und das bleibt dann auch im Kopf und bringt den Spieler wirklich weiter. Thomas hat sein Ziel vor Augen. Mal gegen Raymond van Barneveld antreten, den 5-maligen Weltmeister, dessen Poster neben der Scheibe hängt. Und einmal im Londoner Alexandra Palace dabei sein, dem Olymp der Dartszene. Einmal Ali Pelli, definitiv. Und zwar nicht als Zuschauer, sondern oben auf der größten Bühne der Welt. Um das zu erreichen, muss er weiterhin einige Hürden überwinden. Dafür sind Disziplin, Konzentration und mentale Stärke erforderlich. Als nächstes stehen für ihn die baden-württembergischen Einzelmeisterschaften auf dem Programm. Und The Wild Thing will wieder angreifen.